Bill Kaulitz und Mark Eggers, die Indizien sprechen immer mehr für sich. Tiefe Blicke, sanfte Berührungen, wilde Küsse? Das könnte sich zwischen ihm und Bill Kaulitz im Hotelzimmer abgespielt haben. Tom und Bill Kaulitz lassen die Champagnerkorken knallen. Denn in Bielefeld sahnen die Tokyo Hotel Zwillinge den 1Live-Krone-Musikpreis ab. Doch noch spannender als die Auszeichnung findet Bill Kaulitz anscheinend seine Begleitung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Bill, schon Champagner-Intos. Sie haben es immer noch drauf. In der Kategorie Beste Unterhaltung wurden die Tokyo Hotel Brüder Bill und Tom Kaulitz mit dem 1Live Krone Musikpreis geehrt. Im Interview mit 1Live Radio schwärmte Tom: "Dieser Preis ist unser Happy End für dieses Jahr. Es war wahnsinnig anstrengend, aber auch wunderschön. Wir haben sehr viele eigene Projekte umsetzen können. Von unserer ersten eigenen Sendung, über The Voice, bis zu tollen Festivals, die wir mit Tokyo Hotel gespielt haben und unser Podcast natürlich, den wir jede Woche aufnehmen. Wir versuchen immer, unser Bestes zu geben." Bill hatte seine Freude über den Sieg derweil im Bielefelder Lokschuppen mit Shampoos begossen. Habe ich vielleicht schon Champagner intus? Nein. Bin ich vielleicht schon ein kleines bisschen betrunken? Gar nicht, witzelte der 34-Jährige. Doch möglicherweise war ihm nicht nur die Auszeichnung Grund zur Freude. Neben Bruder Tom und Kraftklub-Sänger Felix Kummer gesellte sich nämlich noch eine vierte Person zur privaten Affair-Show-Party, Model Mark Eggers. Mit ihm soll Bill nach der Fete auch in einer schwarzen Limo davon gedüst sein. Was danach im Hotel passierte, wissen nur die zwei. Doch eine heiße Liebesnacht liegt nahe. Denn schon auf dem Oktoberfest erwischten Fotografen die beiden Männer beim Knutschen. Ob sich nun eine Beziehung entwickelt? Zu gönnen wäre es Bill. Denn der 34-Jährige sehne sich schon lange nach der großen Liebe, wie er in einem Interview andeutete. Wir drücken die Daumen.